Und hier steht: Brate euch, Bloody Fingers kommen. Wind zu überleben und das Beste sein. Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Mobile Game, und zwar Bloody Finger Jump. Und ich würde sagen, es geht los mit Play. Ah, Hold to Front Flip, Hold to Back Flip. Okay, probieren wir mal aus. Und tot. Klappt ja schon mal gut, aber immerhin 27 Punkte. Warum kriegt man denn Punkte, wenn man nichts gemacht hat? Aber ich finde es schön, dass der da links in der Wand hängt. Okay, nochmal neu. Okay, muss wahrscheinlich immer auf dem Nagel aufkommen, ne? Hey! Hä? Da sind andere Sachen abgeschlossen, die haben wir noch nicht. Okay. Konzentration. Wir müssen. Sei der Finger, Peter. Sei der Finger. Lande immer schön auf der Fingerspitze. Warte. Perfect Landing. Ah, guck mal. Jetzt habe ich's drauf. Guck mal, locker easy. Guck mal, wie einfach wir das können. So, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wenn wir einfach nur. Hä? Wie ich einfach nichts gemacht habe. Okay, auf dem Bauch ist man auch tot, dann flatscht der auch in die Nägel rein. Okay, kann man ja mal machen. Und wir haben einen von 30 Sternen. Okay, das ist der nächste. Man muss immer einmal hochspringen, ne? Aber ich stelle mir immer so vor, wie kommt man auf die Idee und warum hat man damit so viel Erfolg? Ich meine, so ein Finger programmieren, der oben ein bisschen abgeschnitten ist und sich im Kreis dreht, klingt jetzt nicht so komplex. Also da finde ich andere Spiele weitaus komplexer. Hey, auf dem Rücken kann ich auch nicht landen. Okay, neuer Versuch. Neuer Stern. Ihr könnt ja mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das mal gespielt habt, wie viele Punkte ihr bis dato gekriegt habt. Ich versuche derweil mal, oder ist noch ein Stern, einen neuen Rekord aufzustellen. Und den gilt es zu schlagen. Aber nicht so lange spielen. Ich spiele auch nicht so lange. Man muss aber echt genau aufkommen, sonst kommt man nicht höher, ne? Lol, wie ich immer tiefer komme. Perfect Landing. Okay, man braucht Perfect Landing. Top. Okay, genau auf die Fingerkuppe. Und noch ein Stern, geil. Guck mal, locker. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Oder generell, wie hoch das überhaupt geht. Guck mal, noch ein Stern. Nice. Schon 7 Stück. 17.000 Punkte. Oh, der war mal mega nice. Oh, ich bin im Weltraum. Lol, das gab 10.000 Punkte. Alter. Space Odyssey. So, warte. Ich muss einfach öfter drehen. Guck mal, wie perfekt. 43.000, meine Freunde. Oh, noch ein Stern. So, ich mach mal was Verrücktes. Wir machen Frontflip. Und Backflip. Gib eine Combo. Das war gut, da kannst du voll die Punkte mitfarmen, ne? Kann das sein? Ja, gibt immer 10.000. Ja, lol. Klingt jetzt voll schwer. Obwohl, ich werde immer niedriger wieder. Nein, 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 nein. Ah. 84.000. Komm, die 100.000 schaffen wir doch, oder? Und jetzt müssten wir über 100.000 haben. Achte. Ja! Ne, doch nicht. Noch nicht. 97.000? Achso, Punkte gibt es erst immer, wenn man gelandet. Ne, gibt es nicht, wenn man gelandet ist. Man kriegt immer Punkte. Geil. So, nochmal da oben. Aber ich denke mir dann immer so, das kann es jetzt nicht gewesen sein, oder? Gibt es hier noch andere Spielmodus? Oder ist das alles? Ich kann einen Finger drehen, der oben abgeschnitten ist und blutet und wo ein Gesicht drauf ist. Und wo andere Finger in den Wänden stecken, die auch bluten und anscheinend tot sind. Frag mich immer, wie so ein Finger sterben kann. Schon merkwürdig so manchmal, ne? Also wenn ihr die. Nein! Ich war abgelenkt! Bestimmt, weil ich so viel laber, so eine Scheiße! Okay, da ist der neue Stern. Schon 10. Ihr seht schon, es geht los. Hä? Boah, war das schlecht. Richtig schlecht aufgekommen. Und jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie hoch mein Rekord war. Der war aber über 100.000. Ich glaube, es ist Zeit, dass ihr den schlagen müsst. Perfect Landing. Komm, jetzt schaffen wir nochmal hier einen richtig harten Rekord. Einen richtig super geilen Rekord schaffen wir jetzt. Also man muss echt immer gut aufkommen, sonst bringt einem das gar nichts. Komm, Front. Back. Hat sogar gezählt. 6.000 Punkte, okay. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir wieder höher kommen. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen Sterne und wir müssen ins Weltraum, so können wir uns schneller und öfter drehen. Und Rückgrat gebrochen, Mist. Ich sehe gerade, da gibt es Sterne, wenn wir uns eine Werbung angucken. Okay.
Guckt einfach mal ganz kurz weg. Wow, was für eine innovative neue Spielidee. Nicht schlecht. Oh, guckt euch das an. Wir haben eine neue Figur, einen neuen Finger. Finger mit Hut. Okay, können die denn auch irgendwas anderes oder haben die einfach nur einen Hut auf? Oh, hä? Das wirkt jetzt gerade so, als ob der sich schneller drehen kann. Dann würde es wenigstens noch einen Sinn machen. Weil dann könnten wir... Warte. Hui! 2, 3, 4, 5. Oh! Ach man, okay. Aber anscheinend war es das. Mehr kann man da wohl nicht machen. Aber ich habe gesehen, es gibt noch Bloody Finger Run. Okay, Play Now. Installieren. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Wie ist denn der Wortlaut? Blutige Finger Run ist eine andere Disziplin in einer surrealen Olympischen Spielen. Cool. 100.000 Downloads mit einer Bewertung von 3,7. Muss geil sein. Nicht zu vergessen, enthält Werbung. Öffnen. Zulassen. Ja, du darfst alles auf diesem Tablet haben. Alles. Ich habe ja extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nur für sowas. Das heißt, die können alles haben, weil da einfach nichts drin ist. Bloody Finger Run startet jetzt. Okay, ich bin sehr gespannt, wie dieses innovative neue Spielprinzip funktioniert von diesem wahnsinnig geilen Spiel. Hold to jump. Top. Oh, der kann nur hochspringen. Hui. Oder wollen wir natzen? Guck mal, wenn ich nicht so feste drücke, dann springt er gar nicht so hoch. Das war bestimmt schwer, das... Boah, der war mit... Nein! Oh, wie gemein war das denn? Da, guck mal, er freut sich immer noch. Da musst du ja ganz wenig springen, um dann ganz hoch zu springen. Aber du siehst es ja noch gar nicht. Oh, du kannst immer nur raten. Da springst du jetzt mal so hoch. Oder springst du jetzt mal so hoch. Ach, wenn man nochmal drückt, geht er sofort nach unten. Oh, das ist ja mal... Oh, das ist... Jetzt haben sie mich. Was ist das denn wieder? Ich will so einen fröhlichen, abgeschnittenen Finger spielen und dann zeigen die mir so eine postapokalyptische Welt. Nein! Hä? Der hätte jetzt aber spät reagiert, ne? Das war jetzt das Tablet. Ihr habt gesehen, unten rechts, wie mein Finger da drauf war. Übrigens, ich bin immer noch auf der Suche nach einem neuen Tablet mit Anschluss zum Aufnehmen und mit genügend Leistung für solche krassen, geilen Spiele. Oh, da muss ich echt mal gucken. Guck mal, da sind auch Sterne auf dem Boden. Sind zwar blutig, aber okay. Oh. Guck mal, locker easy. Sterne eingesammelt. Oh. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist es super easy. Jetzt können wir, jetzt habe ich es raus. Jetzt kann ich eigentlich nicht mehr sterben. Und jetzt kommt die Frage, sollte ich eigentlich mal wieder Facecam einrichten? Ich sehe momentan sehr gut aus. Und ich habe auch einen Greenscreen, den wir mal in Einsatz sehen können. Und auf dem Greenscreen kann ich ein Foto machen von dem Zimmer, in dem ich mich befinde. Das heißt, wir benutzen einen Greenscreen, aber es ändert sich gar nichts. Das ist voll... Oh, das ist voll krass eigentlich, oder? Ist das krass? Krasse Idee? Ja? So, Finger, wir gehen mal raus. Guck mal, Bloody Finger Run. Tschüss. Also ich muss sagen, das Spiel fand ich jetzt nicht so geil. Aber ich hab's mal aufgenommen, mal ausprobiert. Deswegen... Dann, wie hieß denn das andere? Das andere war auch Bloody... Na hier, Bloody Finger. Bloody Finger Jump. Das wäre ja top, oder? Tschüss. Das hat sogar 1 Million Downloads und mit einer Bewertung von 4,0. Euer Ernst? Mit dem Satz verabschiede ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr von dem Scheiß sehen wollt, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel, was ich einfach runterladen werde und spiele. Haut rein, tschüss!